Hallo, ich bin der Paco. Hi, ich bin der Benny. Wir sind Glaser Productions. Und ihr seht Beta Minus. Wir sind nochmal in Nürnberg jetzt hier mit Beta Minus. Ich habe hier den Benjamin oder Benny und den Paco bei mir sitzen. Ja, Jungs. Ihr seid ja bestimmt schon in andere Projekte verwickelt gewesen, ne? Wie ich annehmen darf. Ich erinnere mich da dunkel bei dir. Nee, das ist meine erste Erfahrung mit Musik. Ich habe auch noch nie Musik gehört. Echt? Ich kann Musik eigentlich überhaupt nicht ausstehen. Du bist gut aufgehoben in der Band, ne? Das Bier war die letzte Überzeugung. Nee, ja, wir haben alle vorher Musik gemacht. Lange, oft, ja. Viel. In verschiedenen Projekten. Viele Einflüsse auch mitgenommen jetzt in Beta Minus? Ja, aber nicht aus meinen alten Projekten. Also ich für mich habe aus meinen alten Projekten also eigentlich nichts, also eher persönliche Einflüsse mit nach Beta Minus genommen. Mhm. So. Nee, musikalisch von meinen Vorbands eigentlich eher nichts. Mhm. Und bei dir? Ich darf jetzt bei Beta Minus alles machen, was ich vorher nicht machen durfte. Okay, also so ein Freiheitsschlag. Ja, auf jeden Fall. Simpel und effektiv, so wie es sein soll. Okay. Und jetzt seid ihr gleich, eigentlich, euch gibt es jetzt halt wirklich seit 2016 eigentlich erst, oder? Nein, 2015 August. Gleich, Klugscheißer mag man nicht, weißt du das, Benjamin? Ja, deswegen mag ich es. Okay, euch gibt es seit 2015, aber trotzdem seid jetzt 2016 schon Marathonmann auf Tour. Ist ja. Oder jetzt hier in Nürnberg spielt ihr mit Marathonmann, besser gesagt, ein Konzert, ist aber ja trotzdem schon ganz schön krass. Ne? Hast du bestimmt wieder gefickt eingeschädelt? Nein. Wir haben uns ganz offiziell auf offiziellem Weg, wie das so war bei Marathonmann, die haben diese für die komplette Tour ja Support-Slots ausgeschrieben. Wir haben uns da ganz normal drauf beworben und sind dort ausgewählt worden. Ob das jetzt was mit uns zu tun hatte oder mit meiner Person, ob wir Deep Throat. Ja, nee, wir haben uns wie alle anderen Supportbands in ganz Deutschland auch ganz normal beworben und wurden ausgewählt. Okay. Also lag es daran, dass die anderen zu scheiße waren oder dass ihr besonders gut wart? Oder wir hatten Glück. Vielleicht waren die von Marathonmann auch besoffen. Ja, natürlich auch. Also ich nehme jetzt mal nicht an, dass ihr Ahnung davon habt, dass euer Bandname, oder beziehungsweise anders formuliert, euer Bandname könnte davon herrühren, dass ihr von Radioaktivität, Kernschmelze etc. kommen könnte. Ehrlich? Du hast deine Hausaufgaben gemacht. Ausgezahlt. Ja. Ich hätte es jetzt einfach dir nicht so zugetraut, muss ich ehrlich sagen. Also ich muss sagen, ich bin ja auch selber nicht so das Chemiegenie, aber... Dürfen wir bei dem Interview? Ja, dürft ihr... Fuck you. Natürlich. Beta Minus beschreibt er den negativen Kernzerfall. Da schweigt es bei mir schon komplett. Ja. Ich hatte nur Probleme. Ja, mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Und das fanden wir eher total cool. Klingt super. Ja, negativ ist immer gut. Negativ ist immer gut. Zerfall auch. Wer von euch ist denn der Alpha-Beta? Gibt's nicht. Wir sind eine Demokratie. Wir sind eine Demokratie, genau. Ach, guck. Jeder sagt seine Meinung, am Ende kommt nichts bei rum. Oder wir rambo uns aus. Ja. Also wir treten uns so lange in die Eier, bis nur noch einer steht. Ja. Ich habe eine schöne Fanfrage, die muss ich jetzt ablesen, weil da darf nichts verloren gehen. Pass auf. Ich würde von Beta Minus gerne wissen, warum die immer so viel trinken. Das kann doch gar nicht gesund sein, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Also derjenige, der die Frage gestellt hat, ist ein echter Wichser. Wir trinken gar nichts, nie. Kein Kommentar. Wir haben Fans. Wir haben Fans. Fragwürdig. Aber nein, wir trinken so viel einfach, weil wir es können. Bukowski lebt in unseren Lebern weiter. Lebt Pfeffi auch weiter? Wird es weiter behalten? Ja, so? Immer. Immer Pfeffi. Ja, haben auch dabei. Der gute Jo hat auch heute Geburtstag, der Schlagzeuger vom Marathonmann, dem haben wir gleich eine Flasche mitgebracht als Geschenk. Ja. Er konnte sich denken, was drin ist, als ich ihm es übergeben habe. Ja?
Kennt ihr denn eure Facebook-Beschreibung eigentlich auswendig, die in der Infobox steht? Weil ich würde mich eigentlich, ich finde es ein bisschen widersprüchlich, aber ich würde gerne wissen, ob ich sie noch zutreffend finde eigentlich. Pass auf. Laut, dreckig und ganz ohne Schnörkel führt die musikalische Marschroute in Richtung Sonnenuntergang, wo die pinken Einhörner kotzen. Schön anzuschauen ist das nicht, aber wegsehen kann man eben auch nicht. Seien Sie Gast und Beta Minus entführt Sie in die Klänge der Straße. Was habt ihr genommen, wie ihr das geschrieben habt? Weed, Bro. Was kotzt heute Abend auf der Bühne? Was haben wir so zu erwarten? Chaos, hauptsächlich. Ich finde, Chaos beschreibt es am besten, oder? Also ja, strukturiertes Chaos. Wir wissen ungefähr, was wir machen, aber nie so ganz genau. Und das laut und schief. Das habe ich so ein bisschen, wenn ich mir jetzt so vorstellen würde, kotzende Einhörner und so. Wenn ihr eure eigene Welt so ein bisschen designen könntet, wie würde eure eigene Welt aussehen? Das Benny-Imperium. Pfeffi-Flüsse, auf jeden Fall. Und Bierbäume. Bierbäume. Bierbäume und Pfeffi-Flüsse. Ja. Sonst kann alles bleiben, wie es ist, finde ich, ja. Aber denk mal so, die Pegnitz aus Pfeffi. Super. Ich stimme zu. Jetzt kommen wir mal zu ein bisschen was Ernsterem. Ich habe jetzt noch nicht viel gefunden von euch, so was euren Sound angeht, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß nicht, ob ich einfach schlecht recherchiert habe oder ob ihr einen. Schande über dein Haupt. Wir haben einen Song online. Ja, auf Facebook. Facebook? Über Bandcamp. Dann über Bandcamp. Sie ist schon wieder über den Weg. Wir haben auch einen Blog. Richtig, wir haben auch einen Blog. Ihr habt einen Blog, wie heißt das? Das war natürlich wieder wichtig. Keine Tipp? Minus.tumblr.com. Sag doch mit Titten. Also da sind bis jetzt noch keine Brüste drauf, aber wenn die Leute das wollen, machen wir auch Brüste drauf. Oder Penisse, also wir sind da nicht so. Ja. Nicht unsere, aber Penisse. Vielleicht auch unsere. Okay, gut. Aber dann ist es ein Lied. Also verrät ja auch noch nicht so viel. Wie würdet ihr euren Sound denn jetzt beschreiben? Oh, wie man den Sound beschreiben kann? Schwierig, da wir alle ja nicht mehr so die Allerjüngsten sind. Fließt da ganz viel 90er Jahre Emo. Post-Hardcore mit rein. Und ich würde sagen, das ist so das, was uns am meisten beeinflusst an Sound und was sich auch in unserem Sound so widerspiegelt. In den Texten? Texte auch? Oder? Nee, die Texte sind hauptsächlich persönliche Erfahrungen, Wünsche. Manchmal der erste Song, den wir spielen heute auch, der auch Beta Minus heißt, ist so ein bisschen auf Rebellion angelegt. Also ist für jeden was dabei. Wir haben auch einen ganz guten Sauftext, der ist super. Willst du denn vorsagen, dass sich die Leute vielleicht auf weitere Konzerte vorbereiten können? Na, da kommt ein Song dazu, vielleicht sogar mit Video, das sehen die dann schon. Ich will nichts vorwegnehmen. Ja, die Leute sollen sich das live reinziehen. Ja. Mit ganz viel Pfeffi. Mit ganz viel Pfeffi, das Video. Mit Pistolen wieder. Du stehst auf Pfeffi-Pistolen, ne? Bukake all night long. Ja, nee, bisher nicht geplant. Schaut ihr mich jetzt alle so an? Bei 90er-Jahre-Emo denken alle an diese furchtbaren Scheitel-Bands mit traurigen Liedern. Wir denken aber eher an wirklich die Ursprünge davon. Also eher Bands wie Fugazi oder Dag Nasty oder sowas. Also nicht dieses Scheitel-Mode-Röhrenjeans-Blabla-Ding, sondern das davor. Ja, denkt da mal drüber genau nach. Danke. Also wirklich 90er, nicht Anfang 2000er, das ist ein Unterschied. Aber wenn Leute Emo hören, dann verbinden die automatisch dieses, wie hießen sie alle, Alice Zahner und Schlag mich tot. Nein, ganz weit weg davon. Ja, naja, sowas, aber nee, ganz weit weg davon. Okay. Wir haben auch ein wunderschönes Cover in der Setlist von Justin Bieber. Nein, Justin Bieber haben wir zu Hause gelassen. Von Sunny Day Real Estate, das ist zum Beispiel auch eine von diesen Bands. Hm? Kennst du nicht? Nein. Ich werde heute echt fertig gemacht hier. Du bist in der Mitte. So, letzte Frage. Ja. Zu bestrafen. So, heute Marathonmann, was kommt in den nächsten Jahren noch so? Was habt ihr vor? Sag's
alles auf uns zukommen lassen. Sascha Gray? Sascha Gray. Ist ein guter Plan. Aber sehr hochgesteckt. Also wenn sie irgendwie 2-3 Kilo zunimmt, könnten wir drüber reden. Ja? Ja. Was die Pläne sind. Ich war jetzt schon wieder nur bei Sascha Gray. Okay. Ja, Weltherrschaft. Weltherrschaft, das ist auch, glaube ich, sehr realistisch. Ja. Ich bin ganz dicke mit Donald Trump. Wir machen das schon. Ihr macht es, ne? Ja. Also das sind, finde ich, gute Abschlussworte, würde ich schon sagen. Ja. Weltumspannender Genickschussgraben. Denkt dran, Hashtag. So, dürfen wir auch noch was sagen? Wir sind nämlich keine Band, wir sind eigentlich eine Gang. Und deswegen haben wir auch ein Gangzeichen, so ist total wichtig. Also, Beta Minus. Fürchterlich. Vielen Dank, Jungs. Dann fangt heute gleich mal an mit Nürnberg, reißt die Hürde ab für deine Weltherrschaft. Ich werde dich unterstützen, Benny Power. Und viel Spaß heute Abend. Dankeschön.